Jetzt soll ich quasi die Dias hier reinlegen. Okay. Freunde, wir werden ihm jetzt einfach mal vertrauen. Jetzt habe ich meine ganzen Diamanten da reingelegt. Mal schauen, was passiert. Alle meine Dias. Bitte was? Hä? Was ist der? Ist der? Stopp mal ganz kurz. Nein. Nein. Hallo? Nein, der hat mich jetzt gerade nicht verarscht. Meine ganzen Sachen sind jetzt weg. Yo, Freunde, weil das letzte Gewinnspiel so unglaublich gut bei euch angekommen ist, machen wir ein neues. Wir verlosen 3x 25 Euro Paysafe Card. Das heißt insgesamt 75 Euro nur für euch. Und das Einzige, was ihr tun müsst, um daran teilzunehmen, ist dem Video ein Like geben, ein nettes Kommentar schreiben, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und zack, ihr nehmt teil und habt die Chance auf eine der Paysafe Karten. Viel Spaß! Yo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich heute auf meinem Citybuild-Server durchrasten.de. Die IP ist ganz oben in der Beschreibung, Freunde. Checkt den Server doch mal aus. Würde mich mega, mega freuen. Und jetzt, Freunde, erzähle ich euch direkt, worum es geht. Euch haben ja die letzten Videos mega gut gefallen. Deswegen würde ich mich dieses Mal auch über ein Like freuen und über einen Kommentar, ob wir davon mehr machen sollen. Und, Freunde, im letzten Video haben wir ja geprüft, oder habe ich euch gezeigt, wie schnell man im Internet abgezogen werden kann, Freunde. Und heute haben wir ein ähnliches Grundstück. Deswegen bleibt bis zum Ende dran. Ich glaube, es könnte sehr, sehr interessant werden. Und dieses Grundstück wurde mehrfach wegen Scamming gemeldet. Der Inhaber des Grundstücks ist auch gerade da. Und folgendes, Freunde. Ich zeige euch das Ganze mal. Ich zeige euch die Schilder mal. Die sind sehr, 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 sehr komisch zum Teil. Hier steht, geiler Shop, no scam. Dann steht hier noch 100% real und no scam. An- und Verkauf von allen Items. Also, Freunde, man kann hier mit seinen Diamanten zum Beispiel herkommen, was ich jetzt machen werde als Test. Und werde sagen, übrigens, ich bin undercover hier mit einem Deck-Account, mit so einem Deck-Namen. Ihr könnt ja sehen, wenn ich Hey schreibe, heiße ich Skwillix. Und, Freunde, ich werde jetzt hier hingehen und ihm vorgaukeln, ich würde ihm Diamanten verkaufen. Mal schauen, was dabei rauskommt, Freunde. Denn ganz, ganz viele haben gemeldet, dass er abzieht. Quasi, ich gebe ihm meine Items und danach bekomme ich kein Geld von ihm. Und das ist natürlich nicht gerne hier gesehen bei uns. Und deswegen, Freunde, lese ich erstmal hier weiter die Schilder vor. No, achso, Shop, no scam, alle Items, okay. Und jetzt, Freunde, hier war ein Schild, was mich sehr, sehr verärgert hat. Hier steht noch von SkyGuy und Fox getestet. Und das fand ich eigentlich nicht so cool. Hier steht noch An- und Verkauf von Dias, das passt natürlich. Hier steht dann noch pro Einkauf 10 Dias gratis, kein Scam. Und hier steht noch 100 Dias, 50 Money, okay. Mal schauen. Wir werden ihm jetzt per MSG schicken, eine MSG, also eine Privatnachricht schicken, dass wir unsere Diamanten verkaufen wollen. Und ich bin mal gespannt, was passieren wird, wie er darauf reagieren wird. Wir machen jetzt erstmal den Shader aus, damit wir ein bisschen mehr sehen. So, zack. Und jetzt werden wir ihm direkt anschreiben. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Freunde? Wo ist er hingegangen? Ist er unten? Ach, da ist er. Okay. Ich werde ihm jetzt mal eine MSG schreiben. Hey, würde gerne meine Dias verkaufen. So, mal schauen, was er schreibt, Freunde. Er wirbt auch die ganze Zeit im Chat, dass er hier geht zum Shop, kein Scam. Er wirbt auch die ganze Zeit im Chat, dass er kein Scamming betreiben würde und Leute, die scammen würden, wären wirklich scheiße, hat er die ganze Zeit im Chat geschrieben. Und ich glaube, das ist eine krasse Masche von dem und sowas muss bestraft werden, Freunde. Ich glaube, ihr seid da meiner Meinung. Falls ja, oder auch falls nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht gehe ich auch falsch an die Sache. Das könnt ihr... Ja! Hier steht, wie viele Diamanten hast du? Ich schreibe ihm jetzt mal 64. Freunde, ich habe mit diesem Account alle Rechte. Das heißt, ich könnte alles machen jetzt. Ich kann mir auch noch mehr Diamanten geben. Mal schauen, was er jetzt schreibt. Er hat hier übrigens seine ganzen Kisten. Okay, da ist hier irgendwo so ein Kasten. Hier ist eine Kiste. Okay. Kann man da so rein? Okay, mal schauen. Wie viel willst du dafür? Ich schreibe mal... Freunde, wir... Oh, 4K, das ist gar kein schlechtes Angebot, sogar ganz schön viel. Ich schreibe mal 6K, Freunde, also 6000 Ingame-Geld. Mal schauen, ob wir das dafür bekommen. Ihr müsst wissen, Diamanten sind auch extrem viel wert. Das heißt, wenn mir die jetzt in irgendeiner Form weggeklaut werden, dann wäre das ziemlich, ziemlich ärgerlich. Man braucht mega lange, um die erstmal zu bekommen. Er schreibt 5K maximal, dann schreibe ich, okay, machen wir 5K. So, Freunde, jetzt bin ich gespannt, wie er weiter verfahren wird, also wie es weitergeht. So, mal schauen, was er schreibt in seinen Kissen. Sollte jetzt nicht so spezielle Sachen drin sein. Oh, hier ist noch jemand, nicht, dass der schon von dem beklaut wurde. Er schreibt, okay, ich gebe dir jetzt Rechte. Wofür Rechte?
Ja, man kann nämlich keine Sachen droppen hier auf City Build, Freunde. Das heißt, ich müsste das in eine Kiste reinlegen und dafür brauche ich halt Rechte. Und du legst die Dias in die... Ah! In die Kiste also. Okay, ich verstehe das. Stell dich da rein. Ja, ich stelle mich jetzt hier rein. Und dann... So, jetzt habe ich Rechte und soll die da reinlegen, oder was? Jetzt soll ich quasi die Dias hier reinlegen. Okay. Freunde, wir werden ihm jetzt einfach mal vertrauen. Dann gebe ich dir das Geld. Nein, wir schreiben ihm noch vorher. Kann ich dir vertrauen? Freunde, jetzt drückt mir die Daumen, dass ich nicht übers Ohr gehauen werde. Denn, Freunde, dann werde ich böse. Ich glaube, dann werden wir alle böse. Schaut euch an, wie viele ihr jetzt gerade hier auf dem Server seid. So krass. Da steht doch überall, ich scamme nicht. Das wäre nicht cool, wenn ich das machen würde. Oh, da bin ich ja gespannt. Also ja, du kannst mir vertrauen. Also Freunde, wir werden ihm jetzt vertrauen. Ich lege jetzt meine lang erfarmten Diamanten da rein. Jetzt habe ich meine ganzen Diamanten da reingelegt. Mal schauen, was passiert. Alle meine Bitte, was? Hä? Was ist denn? Ist der... Stopp mal ganz kurz. Nein. Nein. Hallo? Was? Nein, der hat mich jetzt gerade nicht verarscht. Meine ganzen Sachen sind jetzt weg. Nein. Freunde, das ist nicht gerade passiert. Freunde, nein. Nein. Da bekommst Trostpreis. Freunde. Wir wurden zum zweiten Mal live in einer Aufnahme verarscht. Also live in der Aufnahme. Das ist jetzt nicht live, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Also, mit der Falle habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe mit allem gerechnet, Freunde, aber nicht mit dieser Falle. Ich dachte, jetzt gebe ich ihm das und das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich kriege kein Geld. Und jetzt habe ich alle meine Items verloren. Das lassen wir nicht auf uns sitzen, Freunde. Wir werden uns jetzt im Vanish zu dem teleportieren. Und jetzt reicht's mir. Der wird das, was er gerade getan hat, wird er bereuen. Freunde, was... Er hat jetzt einen Diamantblock. Ah, da hat er ja bestimmt ein paar Blöcke jetzt rausgemacht, um das jetzt in seine Kisten hier zu... Die hat er alle geklaut? Alter. Freunde, ihr seid... Jetzt mal ganz ehrlich, Freunde. Wir werden jetzt unsere geballte Power zusammenlegen. Und dieses Grundstück zusammen den Erdboden gleich machen. Schreibt jetzt mal eure Meinung zu solchen Scammer-Aktionen in die Kommentare. Freunde, hier farmen Leute tagelang... gar wochenlang, um an so viel Diamanten zu kommen, dann denken sie, geil, ich kann die jetzt zu Geld machen und kann ein bisschen Geld sparen auf dem Server. Man kann mit Slash Money, ich kann euch das ja mal zeigen, sieht man, wie viel Geld man hat. Ich habe jetzt 0 Euro, weil ich ja noch nichts verdient habe. Der Account ist ja ganz neu. Und jetzt denke ich mir, geil, ich kann meine Diamanten verkaufen und zack, ich werde abgezogen. Ein absolutes No-Go und sowas wollen wir nicht auf unserem Server. Bei anderen Servern ist es erlaubt, bei uns nicht. Das ist ganz klar verboten. Und ich glaube, wir handeln da jetzt richtig, Freunde. Auch wie dreist er noch ist, dass er uns dann noch... Hier, schreibt er noch, wer will Dias billig kaufen? Kein Scam, Freunde. Nein, das lassen wir nicht auf uns sitzen, Freunde. Wir machen das jetzt mal so. Lasst mich überlegen, Freunde. Werden wir jetzt zusammen... Ich glaube, wir werden jetzt zusammen unsere gesamte Power nehmen und dieses ganze Grundstück den Erdboden gleich machen. Ich werde mir jetzt schon mal direkt einen Wassereimer hier in die Hand nehmen, dass hier nichts passieren kann. Weil viele platzieren immer direkt Lava und dann sterben andere. Das wollen wir natürlich ungern. Jetzt frage ich im Broadcast, habt ihr Bock auf einen Community Grief LG Box? So, Freunde. Und jetzt bin ich mal gespannt auf eure Antwort. Ich hoffe, ihr habt Bock. Oh ja, Freunde. Ich sehe schon, ihr habt Bock. Ja, ja, die ersten schreiben Bock. Guck, hier schreibt er schon wieder, wer will dir es kaufen, billig? Ja, Freunde, ich glaube, ihr habt Lust. Ich werde jetzt eine TPA an alle auf diesen Server senden. Wir sind über 100 Spieler auf diesem Server, Freunde. Finde ich mega, mega krass, dass wir überhaupt so viele Spieler auf diesem einen Server sind. Wir haben ja noch mehr CityBit-Server. CityBit 1, 2, 3 und 4, Freunde. Schaut euch an, Freunde. Ihr kommt jetzt alle hier so fleißig her. Ja, geht schon mal alle aufs Grundstück. So, und Freunde, jetzt seid ihr alle hier.
Guckt euch an, wie viele Leute hier sind. Der denkt sich, boah, Jackpot, jetzt habe ich erstmal ordentlich Leute. Er schreibt, oh nein, ich glaube, er weiß schon, worum es hier, was macht ihr hier? Freunde, ich werde jetzt auf drei allen hier Rechte geben und dann, Freunde, werdet ihr mir zeigen, was ihr drauf habt und wie wir mit Scammern umgehen. 3, 2, 1. So, und jetzt, Freunde, zeigt mir, was ihr drauf habt. So. Freunde, geil, ihr macht sein ganzes Grundstück kaputt. Gut so. Alter, werdet ihr direkt erstmal ein bisschen Wasser platzieren, dass ihr hier nicht, ja, nicht irgendwie sterben könnt. Freunde, gut so, macht, haut mal richtig rein, Freunde. Sein ganzes Grundstück wird jetzt zerstört, Freunde. Ich glaube, ich sollte jetzt aufhören, bevor mir hier zu viele von euch sterben. So. Und dann werde ich noch euch die Rechte wegnehmen, damit hier nichts mehr passiert. Oh, ihr seid... Oh nein, oh nein, oh nein. Ihr seid unter der Erde, Freunde. Das wollen wir natürlich nicht. Oh nein, Freunde. Das tut mir jetzt leid, wenn der ein oder andere von euch gestorben ist. Ihr könnt euch das im Support ersetzen lassen, Freunde. Deswegen, er schreibt noch, fick dich, Fox. Ich würde sagen, Freunde, guckt euch an, was er noch schreibt. Das möchte ich gar nicht wiederholen. Schaut euch das an, Freunde. In diesem Sinne würde ich sagen, wir beenden zusammen das Video. Ich schreibe nochmal, Flash, BC, sagt Tschüss zum Video. So, Freunde. Freunde, genau. Freunde, wir werden jetzt zusammen das Video beenden. Schaut rein, ciao. Ihr seht, wie toll ihr das Video beendet. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns spätestens auf dem Server und morgen zu einem neuen Video. Haut rein. Ciao.